Moin zusammen und willkommen zurück zur Outward Definitive Edition. Ach, sorry. Vorige Folge haben wir den Geisterpass durchschritten. Und jetzt können wir auf der anderen Seite mal rauskommen. Also wieder zurück zur Halbinsel, aber auf der Rückseite. Da ist dann nochmal komplett neues Gebiet, meine ich. Und noch eine weitere Ruine, die man dann betreten kann. Ich zeig das mal eben kurz hier. Genau, wir sind jetzt hier raus. Dann haben wir einmal hier den Turm des Klüngels der Winde und eine uralte Ruine, wo wir, meine ich, durch können und dann hier hinten beim Banditenlager rauskommen. Ja. Und was ein bisschen doof ist, ich hoffe, das kriegen wir weg, ist die Verderbnis. Das ist auf 45. Aber erstmal, was ist das? Was ist das? Kann damit nicht interagieren. Okay, egal. Gut. Dann schauen wir uns mal um, was hier so gibt. Mani ist auch ein... Der hatte einen Kasid-Lehrer von erzählt in Sierzo. Hier gibt es noch einen Lehrer. Da können wir auch mal gucken, ob er noch irgendwas beibringen kann. Und ich hoffe auch tatsächlich, dass wir bei dem die Verderbnis wegbekommen. Denn die Verderbnis kenne ich so als... Wert nicht und weiß nicht, wie man sie runterbekommt. Aber irgendwas wird es geben müssen, damit man wieder Verderbnis verliert. Macht ja sonst keinen Sinn. Fanghellebarde. Mhm. Und ein paar andere Sachen. Rucksacktechnisch ist noch einigermaßen Platz drin. Jetzt nicht so viel, aber ich glaube auch, dass man bei dem Dude hinten, bei dem Lehrer, was verkaufen kann. Ich meine, da ist auch ein Händler. So. In den Häusern gibt es noch ein paar Sachen mitzunehmen, das ist gut. Gerade die Geisteraugen nehme ich immer sehr gerne. Da können wir nämlich die großen Astraltränke draus machen. Gut. Sonst nichts hier? Ach du Scheiße. Das ist alles grün. Das heißt, es ist alles Verderbnis da hinten. Oh nein. Kann man im Verderbnis sterben? Hm. Naja. Noch ist es nicht bei 100. Wir sind noch gerade so bei der Hälfte. Sollte also noch hinhauen. Aber seit wann ist denn das? Wahrscheinlich ist das irgendein Add-on, was ich mir gekauft habe, was ich vorher nicht hatte. Meine Free Brothers hatte ich vorher nicht. Ich hatte, glaube ich, vorher nur das Basic-Spiel, das Basisspiel. Also wie wenn man jetzt Gothic 2 spielt oder die Nacht des Raben. Oder Skyrim ohne Dragonborn und die anderen DLCs. Oh. DLCs. Der PR-Vogel war schnell weg. So, da vorne ist auch mal nicht... Der gerade Turm ist, glaube ich, der, wo wir hin müssen. Boah, ich hoffe, man hat hier irgendwas für Verderbnis bei dem Dusch hinten. Warum muss das denn so überall sein? Mann. Das setzt einen ganz schön unter Zeitdruck, wenn man dann darüber geht. Weil da sind ja bestimmt auch noch ein paar Gegner. Ich meine auch ein fetter Gegner. Na, nehmen wir erstmal alles mit, was hier so rumliegt. Meeresfrikassee ist nämlich auch knapp geworden mittlerweile. Konnte ich gerade so noch zwei erstellen. Sechs Stück. Und das war's. So. Flammenpfeile nehme ich mit, aber die normalen Pfeile kannst du behalten. Die braucht kein Mensch. Gut, da muss ich gleich einen Dunstsegen anmachen und so schnell es geht rechts dran vorbeilaufen. Oder ist das sofort überhaupt Nacht? Ich guck mal eben, ob das überhaupt sofort ist.
Ja, doch, das wird sofort sein, wenn man rüberkommt. Okay, alles klar. Nein. Besessenheit ist es. Nehmen wir den hier einfach auch. Und den. So, jetzt kommt noch die Meeresfrikassee rein. Jetzt wird mir auch nicht mehr so kalt mit dem passenden Tee. Und ab dafür. Ah, Mann, ey. Widerlich. Überall diese grünen Wolken. Aber das ist nur auf dem Friedhof. Ist so ein Friedhof, oder? Sieht aus wie ein Friedhof. So. Da ist. Der Bandit kann da einfach drin rumstehen? Ja, komm, gehen wir später mal hin. Erstmal jetzt. Meine ich, müssen wir das Ding da oben anmachen. Ja. Windaltar, der. Kli Du spürst, wie ein seltsamer Windhauch dich durchfährt. Der Wind in der Region Halbinsel erkennt dich an und wird deinen Befehlen gehorchen. Das ist, glaube ich, für so ein paar Skills, die man auch bei dem Dude hier hinten lernen kann gleich. Relevant sein. So. Da mal hin da. Haus des Einsiedlers. So hieß es. So, rohes Fleisch, nicht abgekochtes Wasser, kann ich krank machen. Ja, das wissen wir. Töne nehmen wir mal mit. Küche. Und ein Schundofen. Man darf ja aus irgendeinem Grund immer alles hier mitnehmen. So. Adalbert, der Einsiedler, Ausgezeichnet. Besuch der Klüngel teilt seine Weisheit mit denen, die die fünf Winde respektieren: Vernunft, Leidenschaft, Zorn, Güte und den inneren Wind. Hör mich an. Um die Zauber einzusetzen, die ich lehre, such die Windtotems in jeder Region auf. Dann kannst du diese Sprüche in jeder Region verwenden. Die Totems werden von einer Vogelstatue gekrönt. Du wirst sie schon erkennen. Ich möchte etwas lernen. So, was hat er hier? Schwörung gewährt dir einen Segen in Abhängigkeit vom Standort. Erhöht Widerstand bei kaltem und warmem Wetter und Widerstand gegen Fäulnis. Nachhall des Schamanen. Die Auswirkungen von Segen verstärken sich. Beispiel: Ein Segen, der deinen Widerstand gegen Feuer um 20 erhöht, würde stattdessen 50 erhöhen. Dann gibt es hier noch Windsiegel, Windeinflößen und Beschwörung. Dieser Zauber ist für sich allein ohne Wirkung. Er kann jedoch mit anderen Fähigkeiten kombiniert werden. Also sie sind nicht sonderlich teuer, die Sachen hier. Außer jetzt der hier, der kostet halt einen Skillpunkt, den werde ich dementsprechend noch nicht lernen. Aber die unteren kann ich lernen, dafür brauche ich nur ein bisschen Geld. Und die hier, Jungfrau der Winde, kann Sachen kaufen und verkaufen. Perfekt. Hast du was, was hier Körper stärkt, Wunden heilt? Nichts gegen Verderbnis. Strahl, Ausdauer. Ich glaube, das hier kann ich noch nicht. Fluchreiniger, ob der das machen kann? Aber die hat keinen. Und ich kann jetzt hier auch keinen herstellen. Lebenstrank. Morpho-Weihrauch. Nehmen wir auch mit. Okay. So, was habe ich? Kann ich was verkaufen? Ja, die hier. Das, 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 das. Den. Den Golem-Rapier nicht. Davon habe ich zwei. Einen in meiner Hütte und einen hier. Daraus können wir noch ein richtiges Rapier bauen. Also erhalt 150. Ich glaube, das könnte schon reichen dann. Handeln wir mal. So, erstmal lernen. Wunderbar. Kann ich alles lernen. Schön. Ausgezogen. Hör So, mich an. Adalbert, wir wollen lernen. Die Beschwörung der Elemente, damit wir die Wetterbeständigkeit lernen können. Seele offenbaren. Die von verstorbenen Dieben und. Warte, ich lerne erstmal alles. Also, Mana-Stoß, der keinen Schaden anrichtet, aber in einem weiten Bereich vor dem wirkenden wuchtige Auswirkungen hat.
Kann für mächtige Effekte mit anderen Zaubern kombiniert werden. 100 Pro mit einem Windsiegel. Oder wenn man ein Feuersiegel auf den Boden macht und einen Mana-Stoß. Aber das macht eigentlich wenig Sinn. So, Seele offenbaren. Enthüllt die bläuliche Seelenkugel, die von verstorbenen Dieben und Abenteurern zurückgelassen wurde. Bestimmte Zaubersprüche müssen in der Nähe einer Seele gewirkt werden. Okay. Beschwörung der Elemente gewährt den Segen, genau, und dann noch diese Wetterfestigkeit. Okay. Aber die Sachen hier interessieren mich tatsächlich gar nicht so wirklich. Dementsprechend. Einmal kurz, ich würde vermuten, dass man das Windsiegel mit dem Mana-Stoß benutzen könnte und dann hat man einen ähnlichen Effekt wie mit dem Feuersiegel und dem Funken. Und ich kann hier keine Verderbnis runter machen, das ist scheiße. Dann müssen wir halt über den Friedhof sprinten. Und so gut es geht, alles aus dem Friedhof rauslocken. Nicht rein. Weiter. Oh, es ist aber dunkel hier. Und kalt. Vielleicht werden wir dann gleich beim Einsiedler unser Zelt aufschlagen. Aber erstmal sammle ich noch alles hier in der Umgebung, was nicht auf dem Friedhof ist, ein. Fisch. Fisch ist sehr schön. Denn aus Fisch kann man Meeresfrikassee machen. Und Meeresfrikassee ist nicht nur lecker, sondern auch nahrhaft. Joa. Wusste ich doch, dass hier noch welche sind. Dachte, ich hätte mich verguckt, aber... Dem war nicht so. So. Die Brücke da drüber können wir rüber. Ja, da können wir rüber. Wunderbar. Keine Verderbnis. Das ist wunderbar. Können wir nichts Schöneres vorstellen. Als verderbnisfreie Flächen. Keine Gegner? Hören tue ich jetzt erstmal nichts. Oder? Ne, hier ist nichts. Aber da geht's runter. Müssen wir gleich hin. Nichts. Ne, keine Gegner. Eine Etage gibt's noch. Hier ist einfach gar nichts. Ist ja langweilig. Entschuldigung. Etwas müde. So, Wasserschläuche, einzige Möglichkeit, Wasser mitzuführen. Ja, ja, kennen wir auch. So, was haben wir denn hier? Oh, Geist. Oho. Ich bin relativ froh, dass ich Magie gelernt habe, denn... Geister sind ziemlich ätzend als normale Nahkämpfer. Warum? Die kriegen nur gut ätherischen Schaden. Und die... Ui, da ist es schon. Und normale Waffen machen keinen ätherischen Schaden. Zumindest die meisten. Lecker, Wein. Und eine schöne Truhe. Aber war es das schon? War hier nicht noch irgendein Gang? Ach da, guck mal. Wunderbar, wusste ich's doch. So, reich verzierte Truhe, was hast du so versteckt? Alpha Jerky, das kann ich schon. Nehmen wir mal alles mit. Dann können wir wieder zum Einsiedler zurück und einmal übernachten. Der Luxusbonus, den wir aus dem Übernachten von Cerso haben, ist auch schon abgelaufen, also... Können wir uns zumindest den Luxusbonus aus dem Luxuszelt mal holen. Rucksänge lassen sich mit Taschentaste oder der Inventarmenü abwerfen. Inventarmenü gibt es das auch? Oh. Sekunde. Und wo? Geht das?
Hier steht Ablegen dran. Aber passiert nichts. Oder ist das... Ah! Geleert werden. Ablegen. Tasche abwerfen. Ah! Okay. Noch was Neues gelernt. Aber es ist umständlich. Man kann einfach B drücken. Geht ja viel schneller. Oh, da ist ein Händler! Hoffentlich hat der was gegen Verderbnis. Oh. Wunderbar. Und, ich hatte irgendwann mal erwähnt, hier, ne, Schmetterlinge, Händler. Überall, wo die hinfahren, sind diese Schmetterlinge. Kaufen. Ach, warte hier. Astral, Ausdauer, was ist das? Erhöht Widerstand gegenüber Verderbnis. Widerstand gegenüber der Verderbnis deutlich. Ja, aber wie kriege ich sie weg? Ich nehme mal so einen Trank hier, weil ich muss ja noch durch den Friedhof da hinten. Kaufen wir mal ein paar Sachen. Das... Wollnisschaden. Okay. Was ist das? Mächtiges Gebräu verrühren, physischen Schaden, Wucht? Nein. Brauche ich nicht, das brauche ich nicht, die brauche ich nicht, die benutze ich alle nicht. Nein, nein. Auch nicht. So, jetzt erhalte ich 200. Aber ich will die 200 nicht, sondern ich will die Sachen hier haben. Halte 100. Nein, danke, brauche ich auch nicht. Die beiden kann ich schon. Okay, dann würde ich sagen, so haut das hin. Gut, also, hat er leider nichts dabei gehabt. Wie kriegt man Verderbnis weg? Wo könnte man Verderbnis verlieren? Womit? Man Zeit heilt nicht. Also, je länger man, je mehr Zeit verstreicht, die nimmt nicht ab. Müsste man beten oder sowas? Oder sich waschen? So, wo ist mein Zelt? Wo ist mein Zelt? Hab ich mein Zelt nicht mitgenommen? Nein, oder? Nein, ich habe mein Zelt nicht mitgenommen. Fuck. Kann ich bei dem im Bett pennen? Ne. Liegt hier irgendwo eine... Der hat noch nicht mal irgendwas ausgelegt, wo man drin schlafen kann. Was ein Arsch. Hier können wir was bauen. Ja. Da muss der improvisierte Schlafsack reichen. Wo haben wir denn? Schön in der Nähe vom Kamin, ne? Also. Spitzhacke, Harpune, Spitzhacke, Spitzhacke. Repariere ich. So, schlafen, schlafen, reparieren, schlafen, schlafen, reparieren. Na, aufstehen müssen wir dann erstmal was frühstücken und einen Schluck aus dem Wasser schlafen. Uns reinzimmern. So, Tagebuchreiter im Menü kennen wir auch schon. Hungrig und durstig. Oh, schöner Fisch. Gut. Das rein. Das rein. Jetzt gucke ich mal kurz, ob ich irgendwas finde, was Verderbnis wegmacht. Ach hier, wenn man den Pilz kocht, dann kann er den Geist stimulieren. Das wollte ich doch nochmal machen hier. Albtraumpilz, wo ist er? Gegrillter Albtraumpilz. Bewusstsein steigert. Das interessiert mich jetzt, was das wohl dann für einen Buff gibt. Wo ist er? Wo ist er? Da. Wachsam. Verlängert die
Unverwundbarkeitsdauer beim Ausweichen macht dich aber anfälliger für Schaden. So ein Scheiß, ich weiche ja fast nie aus. Egal. Raus. Gucken wir mal, ob mit dem neuen Buff, den wir hier uns geholt haben, der Wetterfestigkeit, wir mit der Meister-Händler-Rüstung wetterfest genug sind. Oder immer noch ein... Wir brauchen immer noch einen Tee. Okay. Dann trinken wir halt einen. Gut. Dann gucken wir mal von der Ferne aus, wo die ganzen Gegner sind. Da werden ja einige auf Friedhof rumlatschen, ne? Holen wir uns erstmal Schwert. Schutz. Lampe. So. Da vorne links sehe ich sie schon. Die ersten zwei. Oh, aber wir machen noch den hier und den hier. So. Sehen Sie mich mal langsam? Moin, Jungs. Kommen Sie ran. Wunderbar. Ah, ist nur die Hyäne gekommen. So ein Scheiß. Oh! Ich hab dir nicht gesehen wegen dem Nebel. Ich hab das nicht so stark gemacht. Also. Das war jetzt wirklich geschenkt. Der Kill. Gut, das hier vor dem Tor ist alles weg. Gucken wir mal hier hin. Oh, Eisenader und ein paar Pilze wollte ich sagen. Ja, guck mal, richtig schöne Pilze hier. Liegen in einem Nest, sind rund und weiß. Oval und weiß. Richtig die krassen Pilze. Müsste ich hier nicht eigentlich auch schimmlige oder verdorbene Gabären sammeln? Wenn hier sowieso alles voll mit Verderbnis ist. Das sind normale Gabären. Warum sind die Gabären verderbnisfest und ich nicht? Das ist richtig gemein. Egal. Wir laufen jetzt durch. Was nicht ist, kann noch werden. Vielleicht kriegen wir irgendwann so einen Buff gegen. Ihr seid euch lange genug ausgesetzt, der Verderbnis ausgesetzt und seid nun immun. Oder ich habe Pech und ich sterbe. Grüne Dampf ist sowas von nervig. Vorne sehe ich einen Gegner. Na. Na. Wunderbar. Ui. Ich würde sagen, der macht nicht viel Schaden. Beziehungsweise ist recht langsam. Fuck! Au, 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 au. Mein Schwert ist weg. Und ich habe gerade einen neuen Buff bekommen. Das heißt, ich bin jetzt so wahrscheinlich so 70 oder was auch immer Verderbnis. Geh bitte zum Arzt. Verderbnis entweiht. Oh, du Scheiße. Vollnis Widerstand, Vollnis Schaden, Frostschaden, weil ich habe 80 Verderbnis. Warum bin ich immer noch im Kampf? Hä? Was hält mich im Kampf? Fettes Viech, fettes Viech, fettes Viech, fettes Viech, Verderbnis. Ach du Scheiße, ich glaube nicht, dass das auf 100 gehen sollte. Okay, ich muss jetzt einmal kurz was machen.
So. Wir müssen zurück nach Seaso. Vielleicht kann uns der Heiler ja helfen. Wenn schon der Tooltip, der Erfolg kommt, gebe zum Arzt, dann müssen wir wahrscheinlich zum Arzt. Gut. Müssen wir hier einmal abbrechen. Oder auch nicht gut. Und aus irgendeinem Grund, irgendwas scheint mich noch zu verfolgen, was auch immer mich verfolgt. Ei, ei, ei. So, wie viel Verderbnis habe ich? So, fast alles auf 100, ist doch gut. 96 Schlaf, 94 Trinken, 93 Essen, 87 Verderbnis. Vollnis Widerstand und Vollnis Schaden. Plus und Prozent Frostschaden. Warum Frostschaden? Verstehe ich jetzt nicht. Und was? Bleibt die Kampfmusik jetzt die ganze Zeit an, weil ich Fäulnis auf über 80 habe, oder wie? Oh. Na, gehen wir erstmal zum Heiler. In Seaso. Zum Glück ist beim Geisterpass ja eine Abkürzung. Aber ist gut möglich, dass wir es nur noch schaffen, zum Heiler zu gehen. Wichtig ist jetzt erstmal die Verderbnis loswerden. Das ist jetzt ganz wichtig. Damit wir sie wieder aufbauen können. Wieder auf 0, damit wir sie wieder auf 100 farmen können. Kein Hackmanit, so ein Dreck. Immer ruhig einen droppen, fallen lassen können, der blöde Mana-Stein. Soll ich auch lohnen, wenn wir jetzt zurück nach Seaso rennen. So. Es ist auch nirgendwo ein Tipp immer in diesen Übergangsfenstern. Ich habe jetzt ein paar Mal drauf geachtet, aber es kam nie ein Tipp, was mit Verderbnis ist. Wie man damit umgehen soll. Oh, eine Kiste. Ich habe mich abgelenkt. Okay. Hier dürfte eigentlich nichts unterwegs sein. Also können wir einfach straight up durchrennen. Muss ich nur die Gabären unterwegs liegen lassen. Aber das ist nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Entschuldigung. So. Es fehlt noch so ein Beschleunigungsbahn, womit man einfach schneller dann von A nach B laufen könnte. Das wäre sick. Oder wenn man sich teleportieren könnte. Oh. Das wäre so geil. Wenn man sich teleportieren könnte. Zucker wäre das. Richtig Zucker. Ja, der muss jetzt mal ein bisschen ausruhen. Was? Hä? Hä? What? Da bewegt sich was. Ich weiß nicht was. Aber es hat nicht viel Schaden gemacht. Ah, da oben. Ich seh's. Schauen wir mal. Hey. Bist du? Hä? Hä? Kommt das vom Entweihen oder wie? Vermutlich. Und das wahrscheinlich auch das Ding, was mich auf der anderen Seite dann die ganze Zeit verfolgt hat. Okay, erstmal gucke ich jetzt, ob ich auf 0 gehen kann. Und dann werden wir irgendwann ausprobieren, was passiert, wenn man auf 100 kommt. Vielleicht kommt da eine komische Ansicht oder so.
Als erstmal zurück zur Halbinsel. Zur Halbinsel, nach Cerso. Geld habe ich ja genug. Das heißt, ich müsste mir auch eine Behandlung leisten können. Außer die ist schweineteuer. Dann müssen wir mit der Verderbnis leben. So. Kein Händler hier. Schade drum. Hätte gerne kurz reingeguckt. Aber ich bin auch ein ziemliches Genie. Ich kaufe mir extra so einen Trank, der einen riesigen Schutz gegen die Verderbnis geben soll. Und benutze ihn nicht. Der liegt jetzt im Inventar, um das zu verschimmeln. Genau das tut er. Rohstoffe sammeln, Werkzeuge für Erze brauchst du eine Spitzhacke und Angelplätzen eine Harpune. Gut. Kurzen Stopp hier. Was kann ich für dich tun? Nichts, danke. So, hier ist doch der Heiler, ne? Und was jetzt? Ach du Scheiße. Als Mensch war er alles andere als perfekt. Ja, das wissen wir schon. Dann kam Tage, Elad, Fünf Winde, Heiler. Und. Hast du irgendwelche besonderen Fragen? Nun ja, zunächst einmal solltest du an den Stränden. Sie sind nicht nur aus der Nähe. Na. Auf der Halbinsel gibt es zahlreiche Tiere, die du jagen kannst. Und reiche Bäume für Holz. Oh Mann. Wie kriege ich die Verderbnis los? Was kann ich für dich tun? Und was jetzt? Hast du irgendwelche besonderen Fragen? Nee, das steht da. Der kann mir da nicht weiterhelfen. Vielleicht eine Wache? Kann ich dir helfen? Schlaf. Erzähl mir etwas in der umliegenden Region. Genau, kannst du Burak. Ah, ja, Torwächter. Vielleicht weiß der was. Vielleicht weiß Burak was. Brauchst du etwas? Was liegt an, Wächter? Halbinsel sagen. Hier ist, was ich weiß. Jenigel. Nordosten Geister soll es ein Plagebiest, einen Panzerschrecken geben. Vermutlich ist es nur ein Gerücht, aber. Das macht mir Sorgen. Kasit, bla 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 bla. Shit. Vielleicht. Sie ist meine letzte Hoffnung. Keiner kann mir helfen, oder was? Ja, okay, die mit der Hake, die auf einer Bank sitzt, neben einem Held, sage ich mal. Die kann mir sicher helfen. Hallöchen. Genie. Kannst du mir das Zaubern beibringen? Mana? Das können wir alles schon. Zu meistern, braucht es vor allem Geduld. Haufen. Ein Weihtrank, der die Verderbnis verringert. Gefunden. Hatte ich noch was? Nee. Okay. Ja klar, hier. Nimm mein Geld. So, wie viel macht der runter? 87. Jetzt trinken wir den Trank mal. Wo ist er? Da. Du bist verdorben. 20? Alter, da muss ich ja noch 4 von den Dingern besorgen. 3, dann wäre ich auf 7. Das wäre noch in Ordnung. Haben Sie einen Weihtrank? Suchst du nach was Bestimmten? Nein? Scheiße. Ja, Bin am Überlegen, wer mir da helfen könnte. Im Berg gab's ja sowas auch nicht. Oder? Vielleicht müssen wir in die Sümpfe des Elends. Um dort
Das ist ja die heilige Mission. Vielleicht haben die was. Ah, okay. Ich will noch mal eben schauen. Ach ja, habe ich hochgeräumt. Habe ich ein Ding in der Tasche? Keine Alchemieausrüstung in der Tasche? Nein, du musst mir eben eine holen. Ich wollte mal nachgucken. Ich habe jetzt 2 neue Sachen gelernt. Ob das Kochrezepte waren oder Alchemierezepte. Aber ich meine, es waren Alchemierezepte. Hinten beim Klüngel der Winde war das, ja. Alchemie. Oh, warte mal. Verbrannt. Mana. Ausdauer. Widerstände. Das hätte ich gebrauchen können. Das hat Immunität gegen Fäulnis. Ach, Kacke. Und das hier? Dass Flüche, Schmerz und Verwirrung beseitigt, sowie Heilung des Buckels beginnt. Sowie die Heilung des Buckels beginnt. Schutz gegen negative Schadungseffekte. Menge an Ausdauer und so weiter wiederherstellt. Ja, ja. Schlagfestigkeit, Tarnung, Wettertrotz, Wucht. Und das war's. Okay, hier ist nichts, was mir weiterhelfen kann. Dann nehmen wir mal die Alchemie-Ausrüstung mit runter. Und schauen nach, was wir jetzt noch gelernt haben an neuen Sachen. Ist gut möglich, dass wir bei der Halbinsel dann auch pausieren müssen. Und in die Sümpfe des Elends mal. Ich werde, denke ich, gleich mal nachgucken, wie ich noch Verderbnis runterkriege am besten. So. Benutzen. So, Astral, Dunsttrank, Eisfirnis, Kaltstein, bla bla. Da, blasser Weihrauch. Was bringt er? Ein gängiger Weihrauch für Verzauberung. Ah! Und hier ist nochmal ein Weihrauch. Auch ein Weihrauch für Verzauberung. Ah ja. Dann gibt es auch mal eine Verwendung für Träumergas. Weil, Träumerwurz, Entschuldigung. Denn das Ätherteilchen, das habe ich ja schon gefunden. Hier haben wir Quarz. Warum haben wir solche noch nicht gefunden? Läuternder Quarz, der wäre ja mega gut. Wisst man den oder warte mal? Was ist hier mit mittelgroßer Edelstein? Klumpenrüstung. Stein. Stein. Ja. Okay. Ich schaue nach. Und dann gucken wir, dass wir die Verderbnis erstmal runterbringen. Bevor wir uns weiter da oben rum kummeln. Gut, ich würde sagen, wir machen hier jetzt Feierabend und dann räume ich einfach vorher nochmal auf, bevor wir losgehen. Tasche und so. Und dann gucken wir, wo es nächste Folge hingeht. Vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zur nächsten Folge. Tschüss.